Und es ist wirklich so, Leute, wenn die Zeit zu knapp ist, ne, bitte, manche Brüder, weißt du, Allah, schon die 10 Minuten schon vorbei. Also, du weißt, dass du 10 Minuten hast. Ja, dann mach mal hin, sei zügig. Ich kann nicht, Achi, ich kann nicht. Aber die Sunna ist sowieso ein bisschen zügiger, ne? Sehr zügig, sehr zügig. Also gerade die Vorfäsche ist nochmal so... Sehr zügig, echt zügig. Ja, ich weiß nicht, das wurde auch. Wieso das so zügig? Ja, du weißt, erzähl uns den Grund. Ich frag mich, ich hab was gehört. Erzähl doch, ich weiß, das ist doch mal gehört, dass irgendwie Allahu Alam, ich weiß jetzt nicht, ob das authentisch ist, das... Ist authentisch, authentisch. Dass man das kurz halten soll. Ja, der Hadith, soll, ja. Wenn man das kurz halten soll, weil am Tag von Qiyama auch die Zeit sozusagen kurz gehalten. Der Hadith, sallallahu alaihi wa sallam, ganze Qiyama für einen Mu'min ist wie sein 2 Raka'a von Sayyidina von Fajr. Willst du Allah, dann bitte, von mir aus deine. Willst du zügig, dann dein Qiyama ist auch zügig. Du entscheidest, wie du dein Qiyama haben willst. Also ist authentisch. Authentisch. Sachen noch. Dazu, Aisha, nein, nein, alles gut, alles gut. Hat er gesagt, so sinngemäß, dass die Sunnan vor Fajr, also diese 2 Raka, dass die beim Prophet so kurz war, dass sie sich unsicher war, ob er Suratul Fatiha gelesen hat oder nicht. So kurz. Das musste ich mal, da musste ich das mal reinziehen, wie das. Ja, ist echt zügig. Ist zügig, ohne dass das Gebet vernachlässigt wird. Ne? Ohne dass das nicht mehr. Wie manche Moscheen hier in Tarawih, ne? Nicht so, also ja, weißt du, wo du wirklich nicht mal mit dem, ist schon der Imam schon in, was weiß ich, Rakat.